Was ist eine Häufigkeitsverteilung? Fragezeichen. Eine Häufigkeitsverteilung. So, jetzt haben wir wieder diese tückische Konstruktion, dass wir hier dieses Ist haben. Zwei Möglichkeiten, grundsätzlich an so eine Frage ranzugehen. Einmal dieses Hilfsverb ersetzen durch ein anderes Verb. Was macht, was bewirkt, will aussagen, will zeigen. Ja, was will eine Häufigkeitsverteilung zeigen oder wofür ist sie gut? Oder man findet hier für Häufigkeitsverteilung ein Synonym. Hier ist es einfacher, das Hilfsverb durch ein Vollverb zu ersetzen. Was zeigt eine Häufigkeitsverteilung? Und dann kriegen wir die Kurve. Was zeigt eine Häufigkeitsverteilung? Eine Häufigkeitsverteilung zeigt, wie oft eine bestimmte Merkmalsausprägung auftritt. Jetzt muss einem natürlich noch klar sein, was ist ein Merkmal und was ist eine Merkmalsausprägung. Ein Merkmal ist eine untersuchte Eigenschaft. Ja, das kann die Augenfarbe sein, die Körpergröße oder das Einkommen. Und die Merkmalsausprägung ist dann der Wert, den dieses Merkmal annimmt. Bei der Augenfarbe zum Beispiel braun. Ja, bei der Körpergröße 176 cm, was immer. Ja, so. Und die Häufigkeitsverteilung zeigt nun, wie oft eine bestimmte Merkmalsausprägung auftritt. Und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals das Beispiel in der Schule, der Notenspiegel. Ja, das untersuchte Merkmal war die Note, die Merkmalsausprägung war die Note zwischen 1 und 6 und dann sah das so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das war das Merkmal. Die Merkmalsausprägung war die Note, die der Schüler oder die Schülerin erzielt hatte. Ja, und dann hatte man hier 1, das waren vielleicht 2 Leute, 2, das waren vielleicht 5 Leute, 3 hier ist tendenziell, sind das hier die meisten. Ja, dann vielleicht noch 3 Leute mit einer 4, 2 mit einer 5, vielleicht sogar noch einer mit einer 6. Ja, das ist eine Häufigkeitsverteilung bezogen auf das Merkmal Note in einer Prüfung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.